So, schon auf HP2 mit Tempo 30, glaube ich noch. Oder was? Ne, 50. 50? Ne, Tempo 30 war es, glaube ich. 40 sogar, so. Zack, P2 befreien. Mhm. Aber auch hätten wir mehr wissen. Da können wir noch auf 2 Bedarfs halten danach. Ja. Mal gucken, ob da jemand raus will oder rein will. Mhm. Jetzt sehe ich irgendwas leuchtend. Baustellen. Ordnungsmäßig weit weg von Bahnsteig. So ist doch richtig. Auch für Transport ist es so, wenn ich irgendwie genügend weit von Abstand vom Bahnsteig habe. Und dann sind oft so auf Strecken Bahnplätze gut. Ja, richtig. Für Lokführer gut, weil dann denkt man nicht, der will springen. Mhm. Jetzt habe ich auch immer ein Waffes mit dabei. Scheinbar sind wir Streckenarbeiten. Das sieht so aus, ne? Und der steht ein bisschen am Bahnsteig. Ja, klein ist aber gerade ein bisschen, aber es geht eigentlich noch. Das ist ja auspassenderweise natürlich. Ja, wir sind quasi ein bisschen ja ausgebildet dafür. Sie sind ja ausgebildet dafür. Betätigt? Hm? Wurde das betätigt? Nein. Ankündigung. Also, das sind ja schnell im Bahnsteig, sie gerade. Ja,
Nee, doch nicht, das ist irgendwo aus. Ja, aus Deutschland. Ja. Schon ganz schön abgenutzt. Ja, mir ist auch schon mal langsam auch mal ersetzt werden, obwohl die halt noch ein bisschen und noch sind eigentlich noch gut zu erkennen. Sensiver Ton. Und so erschrecke ich mich da immer. Ja. Weil ich in die Presse komme, ich bin halb abgelenkt, wenn du ein bisschen. Am Bahnsteig befindet sich auch keiner. Das ist wirklich merkwürdig, gerade ich mache da schon irgendwie gerade eine komische Zahl drauf. Okay. 57,0 und dann kommt 10,8. Auch nicht schlecht. Und jetzt hängt schwer zu regnen, na toll. Diesmal hat er sich auch nochmal schon geändert. Bin ich gerade eben, oder? Ja, diesmal habe ich ihn gestartet. Mhm. Plus eine Minute Verspätung. Aber eine Minute ist gleich null. So,
Sicherungsposten sind auch schon da. Schön Regen hier haben. Mhm. Ach, dieses Winter dreht sich ganz schön schnell. Sie kann Ecke. Ja, das ist ein Mini-Winterrad. Ach, oh, Alter, schnell. Das ist jetzt. Ja, komm, wirklich mal sagen. Ach, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Klar. Das ist wie Aprilwetter. Wobei, so kann man sagen, Herbstwetter. Aber das Gefährlichste ist meistens, wenn irgendwelche hier direkt um vor der Gleiche über die Gleiche laufen. Ja, das ist besonders gefährlich. Weil die sind hier voll in toten Winkeln dann. Das ist ein altes PÖ-Signal, das blinkt, scheiß beleuchtet. Naja gut, wenn es nicht leuchtet, dann wirst man das, wenn nicht ein perfektes Dö, dann muss es mal Öl gesichert werden dann. Einmal muss ja natürlich die Strecke gleich auf von VR0 auf VR2 geändert. Und muss dann PCB betätigen, ja, weil der PCB aktiv, Magnet dann aktiv ist. Und zwar jetzt. Da kommt das Vorsignal Wiederholer. Ne, das ist Hauptsignal gleich. Wiederholer gibt es ja gar nicht. Das heißt hier rund auf 60. Ich schreibe den hier in Zugreihen eigentlich recht gut und sehr, sehr, sehr intensiv. Gleich auf WCB zu wachsam. Frei, nicht wachsam. Und hier haben wir mal sogar noch eine alte BÖ-Anlage mit Blinklichter von der Deutschen Bundesbahn. Und jetzt fahren wir sozusagen auf das Gegengleis, weil es ja keinen Fernregler gibt, erst da hinten bei Husum. Und jetzt ist auf 120. Das Susi 3 wird übrigens noch 115 angezeigt. Keine Ahnung. Das ist irgendwie durch den Zugstand. Na!
hinten Ferne ist doch, nee, schon auf Langfahrt. Das war so für Regelgleis, das ist halb, halb voll null. Aber das ist das Gegengleis. Okay, gut. Ankündigung und danach auf 60. 40. Ach, 40, genau. Noch schneller, noch kürzer. Ein Flinter war das. Wir waren so vom Gegengleis auf dem Regelgleis umgehen, dann so gesagt zum Pferd. Ist ja 40. Sonst normalerweise 60. So, hier haben wir einen vorsichtigen Wiederholer. Aufhörungs bei am S-Bahn muss man die auch bequittieren tatsächlich. Hier auch. Bei der auch. Achso, hier auch. Also hier ist kein Magnet dran, aber laut Regelwerk muss man sie trotzdem. Ja. Also bei der S-Bahn im Verkehr ist es dann auch. Ja, da sind auch Magneten dran. Ja, aber hier nicht. Also hier sind ja auch gleich doppelt, weil hier so eine unübersichtliche Kurve ist. Weil hier kann man erst das Signal sehr schlecht sehen. Und hier zeigt gleich Habib 2 mit 40 und VR 0. Hier im Bahnsteig, Mitte Bahnsteig, dann müsste es wieder rausgehen. Mhm. Nicht, dass da jemand, wer weiß, wer da steht. Mhm. Ich kenne, ich sag das nur, weil wir den anderen da versauen. Mhm. Aber es hat Spaß gemacht, wenn es bei irgendeinem Führerschein auch mal durfte. Ja, das ist kein Problem. Ja. Wie gesagt, ne? Wir sehen uns. Bestimmt. Ja, wir sehen uns. Jo.